Willkommen zurück, meine Lieben, bei den XCOM-Files. Heute machen wir eine Cult-Assassination-Mission, wo die Church of Dagon mal wieder versucht, einen VIP zu ermorden. Aber bevor wir das tun, ich habe ein bisschen offscreen gespielt, ein paar relativ generische Missionen, aber wir haben auch ein bisschen was an Forschung gehabt. Und das würde ich ganz gerne mit euch durchgehen. Fangen wir mal... Ich denke, wir machen mal die aus dem Weg. Die sind zwar nicht neu, die sind schon ein bisschen älter, aber aus irgendwelchen Gründen haben wir die wahrscheinlich noch nicht gelesen. Ansonsten tut mir leid, denn dann wird das jetzt doppelt sein. Unsere Felderagenten werden normalerweise aus diversen Behörden für Ermittlungen oder Aufklärung rekrutiert. Die natürlichen Kandidaten sind solche, die bereits paranormale Aktivität in ihrer vorigen Position erlebt haben. Als Profis sind sie ausgebildet, um in streng geheimem Umfeld zu arbeiten und wurden nach Loyalität vorausgewählt. Sie sind erfahrene Ermittler mit Grundausbildung in Schusswaffen und guter Kenntnisse von Feldausrüstung. Viele beherrschen einigermaßen Kampfkünste und sind zumeist in guter körperlicher Verfassung. Sie sind aber keine professionellen Soldaten, also muss XCOM militärisches Training bereitstellen, wenn nötig. Okay, und dann die Ursprünge. XCOM Büro für globale Ermittlungen wurde 1996 gegründet als Reaktion auf sich häufende Beweise für außerirdische Mächte auf Erden. Diese Spezialbehörde wurde mit der Untersuchung solcher Vorfälle beauftragt und ist direkt den Vereinten Nationen unterstellt. Das XCOM-Projekt wurde trotz scharfer Kritik von diversen Parteien gegründet, von denen viele immer noch seine sofortige Einstellung fordern. Wir müssen das verhindern, da wir viele Feinde haben und unsere Freunde in den Schatten bleiben. Okay, dann haben wir neu diese drei. Die haben wir, glaube ich, in der letzten Mission, wo wir den Gefängnisausbruch verhindert haben, kamen die vor. Und jetzt gibt es ein bisschen Lore dazu. Die Luchadores. Oh, wow. Es geht ein seltsames Gerücht um, wenn man ein Zombie ist, erhält man unmenschliche Stärke und Lebenskraft und wahrscheinlich auch sexuelle Ausdauer. Okay. Nun, diese Luchadores haben es mal ausprobiert und es funktioniert. Wir wissen nicht, wie, aber manche Leute können tatsächlich Zombieblut absorbieren und seine Bioenergie freisetzen für eine plötzliche Steigerung ihrer physischen Fähigkeiten. Der Prozess ist gefährlich und schmerzhaft, Organstress und tagelanges Fieber. Aber die Ergebnisse sind ziemlich abgefahren, wie Sie sehen können. Es ist schädlich für das Gehirn und verursacht womöglich destruktives Verhalten, also bleiben wir lieber bei unseren Methoden. Luchadores haben gewöhnlich in kleinen Gruppen sehr revierbewusst. Achtung, es ist leicht, sie zu unterschätzen. Okay, das waren wahrscheinlich die, die so viel ausgehalten haben. Dann haben wir die Whiskits. Whiskits erblühen am Rand des Graumarkts, wo ungewöhnliche Technik den Besitzer wechselt. Schlau und reich suchen sie diese Artefakte nicht für Geld oder Macht, sondern nur für das Gefühl, kein Normalsterblicher zu sein. Sie sehen die Menschheit als ignorante Massen und nutzen sie offen aus, wann immer möglich. Sie glauben auch, dass wenn die Welt, wie wir sie kennen, fällt, sie diejenigen sein werden, die die Macht ergreifen. Okay, spannend. Die Biscuits. Und dann haben wir noch die Stormies. Außerirdische Technologie findet ihren Weg auf den Schwarzmarkt, darunter sogenanntes Storm. Eine schlechte Kopie des Morgenrot-Serums. Diese kostspielige Substanz ist ineffektiv für ernsthafte Kunden, also zielen die Dealer auf unsichere, aber entschlossene und reiche Jugendliche ab. Das Versprechen körperlicher Perfektion motivierte diese Jugendlichen so sehr, dass einiges schafften, das Serum durch Willenskraft und körperliche Aktivität zu aktivieren. Bekannt als Stormies bilden sie eine Subkultur der körperlichen Leistungsfähigkeit, Kampffertigkeit und freien Liebe. Eine Subkultur gestaltet von den Verkäufern des Serums. Sie sind also alle nur Riesen-Nerds. Wir sollten diese Technologiehandel wirklich aufhalten. Wer weiß, was als nächstes kommt. Okay, das ist ziemlich unterhaltsam. Dann haben wir noch die Morgenrot-Bio-Verbesserung und die XCOM-PSB-Strategie. Die beiden Strategien haben wir bereits durchgelesen. Wir lesen uns mal die neue durch. Kommandant, die UN scheint beeindruckt und erschrocken von unseren Ergebnissen. Wir sollten ihnen noch mehr Beweise außerirdischen Präsenz auf der Erde präsentieren, da unsere Opposition nicht aufgeben wird, bis wir außer Gefecht sind.
Unser Ziel ist jetzt, die Kultgefahr einzudämmen, indem wir mindestens eine der Organisationen auf höchster Ebene infiltrieren und ihre wahren Ziele und Identitäten aufdecken. Wir sollten auch mehr über die Außerirdischen herausfinden und was sie wollen. Um das zu tun, sollten wir ein fortschrittliches Labor entwickeln und mit besserer Ausrüstung mehr Forschungsplätzen. Das haben wir bereits gemacht. Dann schauen wir uns die Morgenrot-Bio-Verbesserungen an. Alle Mitglieder des Morgenroths werden einer medizinischen Prozedur unterzogen, die ihre Grundkampffähigkeiten erheblich verbessert, vor allem Traumaresistenz und Stärke. Sogar die niedersten Ränge werden verstärkt. In der Tat scheint es ein wichtiger Teil der Rekrutierung zu sein, was bedeutet, dass dieses Verfahren überall durchzuführen und billig ist, obwohl es dem Stand der Schulmedizin weit voraus ist. Es basiert auf retroviralen Wirkstoffen, die den Stoffwechsel der Person manipulieren, damit er künstliche Proteine produziert, die Muskeln wachsen lassen und Muskelgewebe für mehr Effizienz verändern. Okay, spannend. Erstaunlich, wie glaubhaft das alles klingt, obwohl alles quasi aus den Fingern gezogen wurde, wahrscheinlich von irgendwelchen Moddern. Dann haben wir noch Morgenroth Pionierin-Kampfanalyse. Das wissen wir jetzt auch. Die haben ein bisschen Resistenz auch gegen Schnittschaden. Interessant. Dann haben wir männlicher Stormy. Okay, die können nichts. Weiblicher Stormy. Ich denke mal, die Stats sind egal. Sind dieselben, sind einfach... Ne, Luchador. Ach, da, okay, das sind die Luchadors. Okay. Sind alle relativ ähnlich aus. Die Wizkids. Okay, das, da haben sie das... Bild von den Exalt verwendet. Und in ihren Soldaten haben wir noch. Der hat vorne eine ziemlich hohe Rüstung. Das ist gut zu wissen. Den soll man entweder von der Seite oder von hinten eher von der Seite angreifen. Gut. Ich denke... Aber wir haben noch mehr hier unten. Schnitt aus Topsie. Wir haben noch die Feuerspinne-Kampfanalyse. Offensichtlich relativ immun gegen Brand. Genau, Feuerspinnenbiss, Brandsatz 40. Dann haben wir die Chupacabras. Hat nicht viel aus, aber ansonsten relativ potent. Und das ist 25 Schnitt, deswegen sind die so gefährlich. Die Schweine. Dann haben wir die Schnitterabsorpsie. Der Schnitter besitzt zwei Herzen und zwei Gehirne. Und kann daher auch dann noch weiter agieren, wenn er schwer verwundet ist. Die fellbedeckte Haut ist jedoch leicht entflammbar, was dieses Wesen gegenüber Brandwaffen sehr empfindlich macht. Das wussten wir bereits aus dem normalen XCOM. Ich glaube, die Schnittautopsie ist nicht großartig unterschiedlich. So, dann wären wir hier durch. Hatten wir noch was? Ich glaube, das Geschütz ist neu. Das wäre... die erste Bewaffnung für Flugzeuge, die da tatsächlich auch Bewaffnung an Bord haben können. Was wir aktuell, glaube ich, nicht haben. Aber wäre vielleicht nicht schlecht für, um die kleinen UFOs abzuschießen, die dann immer kommen, wenn wir irgendwie auf eine Mission oder sowas gehen. Ich muss mal kurz gucken, ob wir sonst noch irgendwas Interessantes haben. KI-Einheit, haben wir das schon durchgelesen? Diese KI-Einheit auf Alenium-Basis können Drohnen und andere mechanische Einheiten kontrollieren. Sie passen in verschiedene Chassen, die ähnlich wie menschliche Rüstung gewechselt werden können. Eine der erweckten Alenium-Scherbe wird automatisch in eine Spähdrohnen-Chassis zugewiesen, damit sie mit ihrer Umwelt interagieren kann. Die Spähdrohne hat keine zusätzlichen Kosten. Wenn eine KI-Chassis im Kampf zerstört wird, kann die Einheit mit der Transformation KI-Einheit-Reparatur wiederhergestellt werden. Da KIs einen Grad von Bewusstsein entwickeln, sollten wir sie als Lebewesen nicht als Maschinen behandeln. Mit ihren eigenen Bedürfnissen, Meinungen und Vorlieben, wenn auch einfach oder begrenzt. Daher braucht eine KI einen Platz in den Quartieren. So dumm. Okay, gut, das ist ein bisschen Lore, um das Spiel ein bisschen zu erklären, dass die Platz brauchen, weil das wahrscheinlich nicht anders geht. Haben wir den SWT-Entfernungsmesser? Was soll es das? Die meisten KI-Chassen haben die Möglichkeit, den Abstand zwischen sich selbst und einem bestimmten Ziel zu ermitteln. Der gezielte Schussmauszeiger wird den Abstand
als die Prozentzahl zu treffen anzeigen, gemessen in ganzzahligen Feldern. Okay, ich weiß noch nicht genau, wie ich das interpretieren soll. Dann haben wir die Spähdrohne, das ist auch, was da die so kann, so ein bisschen. Kleine, robuste Drohne zur Aufklärung im Gelände. Im Vergleich zu anderen SWTs, schwere Waffenträger sind das, glaube ich, wenig offensive Waffen oder Panzerung. Dafür ist sie schnell und erlaubt unseren Truppen, gegnerische Positionen zu finden und auszukundschaften, ohne Agenten in Gefahren auszusetzen. Außerdem trägt sie eine Projektilwaffe für geschlossene Türen und möglicherweise Feinde, für die wir keine Munition hatten. Drohnen-Türbrecher-Flinte, das wäre die, die... die ist gar nicht mal so schlecht. Eine Projektilwaffe für den Einsatz gegen verschlossene Türen. Und vielleicht Gegner montiert auf der Spähdrohne. 5 Reichweite. Ha. Da haben wir den Rauchwerfer. Ein Ex-und-Hop-System der Spähdrohne, um einen Rauchschirm aufzuwerfen, der feindliche Sicht in der Nähe der Einheit einschränkt. Das haben wir schon ausprobiert. U-Booter. Dieser unbemannte Schwimmkörper ist ein guter Unterwasserspäher, trägt aber keine Bewaffnung. Huh. Sieht so aus, als hätten wir später auch Unterwassermissionen. Haben wir sonst noch was? UFOs haben wir noch nicht. Das Feldhandbuch. Ja, das werden wir nicht alles durchlesen. Das sind einfach nur das Tutorial-Zeug. Genau, ein Dossier hatten wir noch. Rita und Lola Richter. Von der Kirche Dagon. Unter dem Namen Aizan erreichten die Zwillinge mäßigen Erfolg in der Berliner Techno-Szene. Ihre Karrieren litten unter einem hartnäckigen Gerücht, dass ihre Konzerte einem auf böse Trips schicken. Untersuchungen fanden eine hohe Selbstmordrate unter ihren Fans, aber beide Schwestern verschwanden, bevor sie befragt werden konnten. Anscheinend kehrten sie zum Studium der Psionik unter den Zauberern Dagons zurück. Ich frage mich echt, ob wir diese ganzen Leute, die wir hier in den Dossiers haben, irgendwie mal antreffen werden oder ob das einfach wirklich nur Lore ist. Naja, wie dem auch sei, wir gehen hier in diese Kult-Assassinierungsmission. Und ich werde die Leute ausrüsten. Bis gleich. So, wir haben eine relativ gute Truppe am Start. Wir haben keine Rookies dabei. Wir haben vorne Duje und Hjalta. Dann Abdulkaya mit der Shotgun. Leo Willems, der trifft richtig gut mittlerweile. Er hat immer noch die P90. Vielleicht sollten wir ihn mal auf Sniper upgraden. Beziehungsweise er sollte wahrscheinlich gar nicht mehr in dem gleichen Team sein, wie die restlichen, die weiter hinten kommen. Da haben wir Anatoli mit dem Gewehr. Anselko, Subianto, Sniper. Weil die treffen auch super und natürlich Philothea. Von dem her, ich denke, da müssen wir ein paar rausnehmen. Die sollten eigentlich nicht, wir sollten nicht mehr als 2 Sniper haben pro Team. Wäre so ideal, denke ich. Okay, wir sehen nichts. Gut, das heißt, wir können den Zug abgeben. Okay, das war ein komischer Sound. Sehr gut, das war ein Treffer. Wer auch immer das... Ich hoffe, wir kriegen es diesmal hin, dass der VIP nicht stirbt. Aber wir haben ja beim letzten Mal gesehen, rein punktetechnisch kann es auch positiv werden, selbst wenn der VIP stirbt. Okay. Leo hat eine Schramme abgekriegt. Gut. Beziehungsweise nicht gut, aber was soll's. Ich glaube, der VIP ist schon tot. Ich glaube, der VIP ist bereits tot. Hm.
Okay. Denk mal, du kommst hier hin. Sehr nice. Wo sind eigentlich alle Gegner? Wir können mal kurz gucken, wer denn gefährlich ist. Der ist auf jeden Fall... Wir sollten gucken, dass wir nicht noch mehr Leute da verlieren. Stangun. Farmers. Ich glaube, der ist momentan ungefährlich. Der ist gefährlich. Der ist ungefährlich. Den sollten wir auch wegmachen. Und der hat auch eine Farmers. Okay. Suboptimal. Aber ist okay. So. Ich will mit dir eigentlich ganz gerne... Wobei, du bist nicht unbedingt der beste Sniper. Ich möchte dich nicht zu weit vorne haben. Wenn ich ehrlich sein muss. Dammit. Das war eine mittlere Katastrophe, was du da zusammengeschossen hast. Okay, gut. Soweit, so gut. Oh, da ist noch der Typi. Hat ihn erwischt. Mach mal ein Aimed. Was geht von da nicht? Okay, gut. Den oberen müssen wir nicht unbedingt anschießen. Geh mal. Warum zur Hölle siehst du den nicht? Warum trifft den keiner? Wollen wir das mal jemand erklären? Warum trifft den keiner? Wow! Was ist denn mit unseren Leuten los? Okay, du siehst den zweiten jetzt auch. Nicht mal Philothea trifft. Okay, das wird übel werden. Macht euch aufs Schlimmste gefasst. Smoke. Das war... keine gute erste Runde. Ich weiß nicht, warum keiner getroffen hat. Oh. Der Kapuzentypi ist auch am Ausbluten, interessanterweise. Wir haben schon wieder, sind schon wieder am Zug. Und wir sehen nur noch einen. Es sieht so aus, als hätte ich Smoke ein bisschen was gebracht. Er lebt immer noch. Bastard. Dankeschön. So, das heißt jetzt ausschwärmen, weil es können Granaten kommen. Okay, das war nicht so schlecht.
Einer weniger. Okay, wir brauchen einen, der hier nach vorne geht. Und uns ein bisschen was an Vision gibt. Okay, wenn du schon so weit vorne stehst, nehmen wir dich direkt. Und der mit dem Farmers auch. Gut. Dann. Okay, das sind noch mehr. Da sind noch mehr. Okay, der Stengun-Typi sind eigentlich alle nicht so gefährlich. Wow. Okay, der lebt noch. Das war's. Ich meine, wir sind... hier nicht so exponiert. Es geht einigermaßen. Ich denke, wir können so stehen bleiben. Wenn eine Granate kommt, sollte hoffentlich höchstens einer sterben. Sehr gut, einer weniger. Oh, das sind unsere Kumpels. Die VIP-Beschützer. Leider ist der VIP tot. Oh, da ist noch einer im zweiten Stock. Granate. Okay. Es war... in Anführungsstrichen glücklicherweise nur eine Brandgranate. Ich droppe mal das Medkit. In der nächsten Runde kannst du den dann verarzten. Okay. Das waren jetzt nicht die besten Schüsse. Probier du mal. Okay, gut. Dann machen wir noch ein Aimed. Philothea. Trifft nichts. So, was haben wir hier? Stengun. MP. Sehen wir den im zweiten Stock nicht. Dann machen wir so. Du kannst hier hinrennen. Ja, das ist der VIP. Dummerweise. Können mit dir noch ein paar Schüsse probieren. Wenn ich hier nicht so sonderlich überzeugt bin, dass es gut klappt. Und ihr zwei müsst... ich hoffe, du überlebst eine Runde. Aber wenn nicht, du wärst der, der am ehesten entbehrlich ist. Okay, jetzt brechen alle in Panik aus.
Interessanterweise gab es nur eine von den blauen bisher. Du hast knapp überlebt. Du hast knapp überlebt. Und du wirst... wahrscheinlich ohnmächtig werden. Okay. Schieß mal auf... Finde ich so eine Rolle. Spielt wirklich nicht so eine Rolle, auf wen wir schießen. Fantastisch. Okay, das hat nicht gereicht. Und der 40er geht daneben. Okay. Du ziehst einige. Das war gar nicht so schlecht. Das bedeutet, Subianto kann vielleicht den hier wegmachen. Naja, nicht ganz, aber... ist wohl gut genug. Okay, wir haben Hialta noch. Das Problem ist, die Shots hier sind nicht sonderlich gut. Aber kann ich gut zum Spotten verwenden. Sollte okay sein. Okay, gut. Zivilisten getötet, 3 haben wir gerettet und viele Kapitulierende. Und wieder einigermaßen Stats bekommen. Selbst Duce hat noch 10 Mut auch noch. Gut. So, was haben wir alles? Ja, die Jünger Dagons können alle weg. Ich weiß nicht, ob uns ein lebendiger VIP was bringen würde. Hier haben wir noch eine Liga-Verhaftung mit... wo wir nur... das Concealable-Zeug mitnehmen dürfen. Und deswegen ist da der Kleinbus unterwegs. Nobelon könnte man ein paar herstellen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. 2 Tage, okay. Wiederbelebte Waffen. Kommandant, wussten Sie schon, dass es da draußen Leute gibt, die sich der Rettung eingestellte Waffenmodelle verschrieben haben? Manchmal wird ein vielversprechendes Projekt wegen finanziellen Problemen storniert oder technische Probleme erweisen sich als zu schwierig. Die Leute, die ich erwähnte, nehmen solche Projekte auf und schaffen es manchmal, sie im Geheimen mit dunklen Ressourcen zu vollenden. Warum sie das machen? Meistens für Geld. Solche Modelle haben glühende Anhänger, die gerne einen Haufen Bargeld für ihre angeblich nicht existenten Lieblingswaffe zahlen. Und da diese Waffen oft mindestens das können, was sie ursprünglich versprochen haben, sind sie auch für XCOM interessant. Wenn sie sie ausprobieren wollen, ich kenne dir jemanden, der jemanden kennt. Okay, das heißt, jetzt können wir massenweise von den Dingen erforschen. Wir haben 5 Wissenschaftler zur Verfügung. Ich denke, wir sollten... lass mal den Bauern aus dem Weg bringen. Und ein weiterer Kult-Außenposten. Diesmal Morgenrot. Ich glaube, Morgenrot hatten wir schon eine längere Zeit nicht mehr. Lass mich mal... ich nehme Subianto raus. Leo Willems ist verwundet. Das ist in Ordnung. Ich hätte eigentlich ganz gerne Alexander Orden dabei, aber ich will jetzt nicht unbedingt warten. Das bedeutet, wir nehmen
die hier mit. Das sollte okay sein. Und es ist ja bereits direkt Tag geworden. Das heißt, die Mission machen wir dann zusammen in der nächsten Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Northgate.